Eine Großmutter, die ihrem Enkel dieselbe Geschichte auf dessen Wunsch schon 5-mal hintereinander erzählt hatte, bat diesen nun zwischendurch mal ein bisschen vor den Fernseher zu sitzen, damit sie sich etwas erholen könnte. Doch der fand das gar nicht toll. »Wieso denn nicht?« fragte die Oma. Der Knirps schaute sie mit großen Augen an und sagte, »Weisch, Omi, am Fernseher kann ich drum nicht auf die Schoß sitzen.« In diesen Tagen konnte man lesen, dass das Pflegepersonal 60% der Arbeitszeit im Computer verbringt, statt bei den Menschen. Pflegt also das Personal weniger die Menschen als die Dokumentation, frage ich mich. Von den Ärzten hört man übrigens dasselbe und auch von den Lehrpersonen in der Schule, auch in anderen Berufen. Alles und jedes wird heutzutage dokumentiert, auch privat. Wenn du morgen müsstest sterben, würdest du der Hütte Brownies fotografieren und auf Instagram und Facebook posten? Das letzte Hemmli hat keiner Säck. Auch nicht für Brownies. Der deutsche Dichter Kurt Rose hat 1996, 3 Jahre vor seinem Tod, ein Lied geschrieben über einen Menschen, der nach einem langen Lebensweg das irdische Leben verlässt und ein neues Kleid bekommt. Der Weg ist abgeschritten, die müden Füße ruhen, die Schwerkraft der Erde entschwindet nun. Gott öffnet weit sein Leben und hüllt dich ein in ein neues Kleid. Ich habe damals eine Melodie zu diesem Lied komponiert. Mit der Stimme von Claudia Scherrer klingt es so. Das Lied wurde nie veröffentlicht. Ich selber habe es vergessen und erst Ende letzten Jahres habe ich es zufällig wieder entdeckt. Und wie schon vor 25 Jahren war ich wieder berührt von Kurt Roses Text. Deshalb ging ich auf die Suche nach dem Dichter. Die Spur führte mich nach Niedersachsen in die Stadt Celle, wo er zuletzt gelebt hat. Nach einem nicht einfachen, aber reichen und engagierten Leben ist er 1999 verstorben. Sein Freund Klaus Engling lebt aber noch und dieser hat mir erzählt, wie er Kurt Rose im Johanniterheim in Celle kennengelernt hat. Und ich hatte nun das Glück, das Vergnügen oder wie man auch es immer nennen mag, oder auch der Zufall, Kurt Rose die letzten 3 Jahre zu begleiten. Er wollte nicht mehr so und dann habe ich ihn dann doch aus dem Bett rausgeholt, weil ich die Biografie mir durchgeblättert habe und habe erfahren, dass Kurt Rose auch ein Pfadfinder war. So, und dann gibt es dann eben eine Gleichheit. Ich war auch Pfadfinder und ich stehe vor seiner Zimmertür und pfeife den Pfadfinderpfiff. Und was kommt von drinnen raus? Kurt Rose hat es also erkannt. Komm rein! So, da war der Bann gebrochen und wir haben dann immer eine Gruppenstunde, so nannte er das, wenn wir uns dann trafen. Und dann wollte er leben und dann haben wir gemacht und gesungen und sein Lieblingslied war dann Lustig ist das Zigeunerleben. Das konnte er auf der Mundharmonika spielen, das einzige Lied auf der Mundharmonika. Und sind wir uns dann näher gekommen. Klaus Engling hat mir weitererzählt,
dass Code Rose im Pflegeheim aus Dankbarkeit ein Segenslied auf das Pflegepersonal gedichtet hat, das von Friedrich Schwarz vertont worden ist. In der dritten Strophe heißt es: Gib Gott besonderen Segen denen, die dann und irgendwann ein Stündchen Zeit mir schenken, zu plaudern und zu lachen. Zeit schenken, plaudern und lachen, so heißen die Zauberwörter für das Pflegepersonal in Celle. Und für Klaus Engling, der Kurt Rose aus dem Bett geholt und mit ihm gelacht und gesungen hat. Klaus hat uns auch Zeit geschenkt. Er hat seine Gitarre hervorgeholt und für unseren musikalischen Sonnenstrahl dieses Segenslied gesungen. Das letzte Hemmli hat keine Säck, auch nicht für Brownies. Aber unsere Seele hat viel Platz für gute Erinnerungen und für menschliche Zuwendung. Und so sitzt der Enkel eben gern auf dem Schoß von seiner Oma. Und ja, er hat nicht nur sie gern, sondern auch die Brownies. Also, liebe Freunde aus der Schweiz, ich probiere es jetzt mal. Das ist in D-Dur. Und der liebe Björn, der nimmt das Ganze jetzt auf und wir probieren es einfach mal. Gib Gott besonderen Segen denen, die meinen Stolperfuß, die meine Zitterhände mit Freundlichkeit ertragen. Mit Freundlichkeit ertragen. Gib Gott besonderen Segen denen, die mein gespecktes Ohr, die meine träge Rede mich niemals fühlen lassen, mich niemals fühlen lassen. Gib Gott besonderen Segen denen, die dann und irgendwann ein Stückchen Zeit mir schenken, zu plaudern und zu lachen, zu plaudern und zu lachen. Gib Gott besonderen Segen denen, die mir die Liebe tun, mich wert und Freund zu halten in meinen alten Tagen, in meinen alten Tagen. So, Freunde aus der Schweiz, das war's. Freunde aus der Schweiz, das war's.